Wir brauchen eine psychotherapeutische Hochschulambulanz, weil wir ja im Endeffekt die Versorgung von Patienten verbessern wollen. Mein Name ist Rita Rosner, ich bin die Lehrstuhlinhaberin für klinische und biologische Psychologie hier an der KU Eichstätt-Ingolstadt. Die Hochschulambulanz befindet sich in Ingolstadt. Das war uns auch von Anfang an sehr wichtig. Wir haben hier gestartet mit einer Psychotherapiestudie für Jugendliche mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und da war uns von Anfang an klar, wir wollen da eine gute Anlaufstelle sein. Mein Name ist Anna Vogel. Ich bin stellvertretende Leiterin der psychotherapeutischen Hochschulambulanz. Eine Hochschulambulanz hat letztendlich von Gesetzes wegen 4 Aufgaben. Der erste Teil ist die Ausbildung. Also wir haben hier Studierende, die Praktikas machen, Studierende, die in Forschungsprojekten mitarbeiten. Wir ermöglichen Studierenden hier ihre Abschlussarbeiten auch zu erforschen und zu schreiben und binden sie aber auch in unseren Praxisbetrieb ein. Das zweite ist die Versorgung. Wir sind hier in unserer Region in einem Netz von Versorgungseinrichtungen eingebunden. Zum anderen ist natürlich unser Forschungsauftrag ganz relevant. Ja, wir sind dafür da, um Psychotherapieforschung zu machen, um psychische Störungsbilder auch zu erforschen. Und das tun wir hier im Rahmen verschiedener Studien. Unser Schwerpunkt hier sind die sogenannten Traumafolgestörungen. Da gibt es eine ganze Reihe, aber die zwei, die wir hier überwiegend anschauen, ist die sogenannte posttraumatische Belastungsstörung und die anhaltende Trauerstörung. Bei den posttraumatischen Belastungsstörungen interessieren uns derzeit eher die Ansätze für Kinder und Jugendliche. Also da gibt es eine Forschungslücke, insbesondere bei der Frage der Übertragbarkeit, zum einen auf bestimmte Stichproben, wie zum Beispiel junge unbegleitete Geflüchtete oder Kinder und Jugendliche, die eine sexualisierte Gewalt, also einen Missbrauch überlebt haben und eine posttraumatische Belastungsstörung bekommen haben, während wir bei der anhaltenden Trauerstörung uns eher mit erwachsenen Patienten beschäftigen, die diese Trauerstörung in der Folge des Verlustes einer engen Bezugsperson entwickelt haben. Es ist aber auch unser Auftrag, diese Forschungsergebnisse weiter in die Praxis zu bringen. Also das heißt, dieses Wissen auch wirklich zu verbreiten, damit wir hier nicht im Elfenbeinturm sitzen bleiben, sondern dieses Wissen auch wirklich weiter an weitere Versorgungseinrichtungen, an weitere Therapeuten und Therapeutinnen zu bringen und die Versorgung auch langfristig zu verbessern.